Hallo ihr Lieben und Juhu vom Guru. Wie geil ist das denn, ihr Lieben, beziehungsweise wie neu ist das denn? Ich steht gar nicht so riesengroß neu drauf, aber die sind neu. Toffee und Nuts habe ich heute für euch im Lidl gekauft. Und an wen oder was erinnern die euch? Richtig, die sehen tatsächlich aus so ein bisschen wie Toffifee. Unglaublich. Oder es gibt ja von jeder Süßigkeit, die man so kennt, irgendwie eine Nachmache. Und das ist wohl in Anführungsstrichen die Nachmache der Dupe von Toffifee. Ich habe sie auch schon auf Instagram gesehen, übrigens bei Lila Wolke Testet. Auch ein ziemlich cooler Testkanal. Und die hat die auch schon gestern auf Instagram gehabt. Und jetzt musste ich heute erstmal nachfragen, um zu sagen, jetzt auf zum Lidl und nochmal Toffee und Nuts für euch kaufen. Ihr habt die mir auch schon zahlreich geschickt auf Instagram, immer so Tipps. Und ich dachte mir so, Mensch, das sieht ja interessant aus. Und es ist tatsächlich niegelnagelneu seit dieser Woche beim Lidl. Und ich glaube zum allerersten Mal überhaupt Toffifee als Nachmache. Abgefahren, oder? Toffee und Nuts heißt das Ganze. 99 Cent kostet es, 15 Stück sind drin. Und ich habe die direkt mal für euch mitgenommen und zeigt euch mal, wie die in echt aussehen. Voll süß mit den Sternchen, oder? Mal schauen, ob die auch das Karamell so gut hinbekommen haben wie die von Stork. Ja, ich habe da schon einiges gelesen, dass die echt ganz gut sein soll. Aber Toffifee ist schon sehr einzigartig. Ob man die wirklich so eins zu eins nachmachen kann, bestimmt nicht. Aber es kommt bestimmt ganz, ganz nah dran. Kennt ihr eigentlich in Anführungsstrichen Nachmachen von Süßigkeiten, die besser als das Original schmecken? Schreibt es mal in die Kommentare, ich finde, das ist ein spannendes Thema. Ich habe ja auch schon Vergleichsvideos gedreht, die Lidl-No-Name-Marken mit den richtigen Marken, die Aldi-No-Name-Marken mit den richtigen Marken. Könnt ihr gerne mal auf YouTube reinschauen, beziehungsweise ich gucke mal, ob ich euch noch so einiges einfach mal verlinke hier am Ende des Videos. Da könnt ihr noch mal schauen, was ich schon so alles getestet habe im direkten Vergleich. So sehen die aus, die Sternchen. Von dem Design her echt gut gelungen. Und 99 Cent ist auch ein super Preis. Und hier sehen wir auch schon das, was riecht so richtig intensiv, das Karamell hier unten drunter. Und es fühlt sich beim Reinbeißen auch genauso an. Und wenn ich hier rumschmatze, eine Nuss ist übrigens auch drin, eine Haselnuss. Gibt es mal eine Großaufnahme, ihr Lieben. Toffee und Nuts hier von Mr. Schock. Und die Farben sind auch wirklich auch noch so ähnlich wie beim Toffifee. Und so sehen die aus. Lecker, oder? Und hier auch schon mal einen für euch extra durchgebissen. Man hat eine Haselnuss, die Schoki oben drauf. Unten drunter das Karamell. Ich drehe nochmal um. So sieht der aus. Schnell weiterkauen. Oh mein Gott, ich habe ja schon 3 Stück gegessen. Das ist echt wie bei Toffifee. Da kann man auch nicht nur einen von essen. Da muss man immer mehrere von essen. Das Karamell hat fast die gleiche Konsistenz. Ich meine, von Toffifee ist noch ein bisschen zäher, was nicht unbedingt besser ist. Aber im Geschmack sind die echt geil. Als Dupe Fake nachgemachtes Produkt sind die so geil gelungen und bekommen die 10 Punkte. Ich bin jetzt nicht der größte Toffifee-Fan auf dieser Welt, aber die sind wirklich so gut gelungen, dass sie dafür für diesen Nachmacheffekt hier, für diesen Original versus Fake, bekommen sie tatsächlich die volle Punktzahl, weil sie wirklich sehr gut gelungen sind. Geschmacklich bei mir sind sie genauso wie Toffifee auf einer 8. Wirklich in Ordnung, ich mag die ganz gerne mal mit der Nuss, mit der Schokolade, das ist ein einmaliger Kontrast, ganz lecker. Irgendwann hat man immer mal Hunger drauf, aber ich brauche die nicht dauerhaft. Für mich im Süßigkeitenregal, aber ich finde sie mal einfach ganz lecker und ich möchte sie einfach nicht missen. Original möchte ich nicht missen und auch diese Version kann sich mit dem Original messen. Schmeckt wirklich sehr lecker, ihr Lieben. Darauf esse ich nochmal einen dritten. Hier oben könnt ihr übrigens den Kanal abonnieren. Daumen nach oben und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!